Guck mal hier, da sind wir wieder hier am Bernie und es bimmelt auch schon hier an dem Druidenbaum, Alter, an dem dicken, fetten, an der dicken, fetten Eiche. Und heute sind wir hier mal schön wieder auf Grund, auf Schuppis, aber auch auf Aaland. Also, ab geht es. Erstmal raus hier mit den Ködern. Zack. Oh, hier war sogar auch noch was dran. Ja, und ich bin auf der Suche nach Aaland, Alter. Denn der Lümmel, der Hermi, der alte Lümmel, der hatte da in seinem Livestream, hat er hier rausgezogen, habe ich ja gedacht. Alter, was macht er denn hier? Und Aaland, wisst ihr ja, stehe ich ja enorm drauf. Habe ich ja richtig Bock drauf. Damals die wildesten Aalande und auch lange Spots oder lange Stellen, die man da immer schön tagelang beangeln konnte, waren ja eigentlich immer an der Achtuba. Und das war irgendwie da schon lange nicht mehr, ne? Und deswegen finde ich, wird das mal wieder Zeit, mal so schön auf Aaland zu gehen. Und hier so entspannt unterm Druidenbaum, Alter. Da kann man das mal auch machen. Und es bimmelt auch schon ganz freudig so vor sich hin. So soll das sein. So mögen wir das. Ja, Aaland steht natürlich auf eher tendenziell fischige Köder. Von daher haben wir die natürlich auch so ausgerüstet hier die Routen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Detail, wie das Ganze hier aussieht. Ich teste es gerade jetzt auch noch. Ne? Also ich habe das zwar gesehen, dass der Lümmel hier stand und auch ordentlich was rausgezogen hat. 196, 83 ist das hier. Dann schön bam bam rüber hier zu den dicken Bäumen geworfen. 35 Meter. Und man landet halt schön hier im 4,5 Meter Bereich. Ja, und das Ganze ist ausgerüstet jetzt hier. Gehen wir mal rein ins Setup. So sieht das aus. Oh, irgendwo muss einer dran sein. Da, oh, da ist einer dran. Das ist aber auch so Aaland-typisch, ne? Immer wieder kontrollieren. Aaland kann durchaus beißen und sich gar nicht vom Fleck bewegen. Dann liegt er da auf dem Grund und denkt sich, ja geil, den Brocken verdaue ich jetzt erstmal allen. Ja. So, zack, raus damit. Perfekt. Und absinken lassen. So, also, gehen wir nochmal rein. Das Ganze ist jetzt hier zusammengebaut mit den Fortuna Carp Routen und schön eingestellt auf einem Einserhaken mit der Pop-Up-Montage, mit dem Pop-Up-Rig. Und ja, Einserhaken. Ich habe diesmal ein kleines, kurzes Fluorocarbon gewählt. Da könnte ich auch nochmal gleich dran rumändern. Das heißt, das Pop-Up-Rig müsste ja jetzt, und das, da gab auch die Anregung unter den YouTube-Videos, da müsste es ja jetzt eigentlich nur 15 cm über dem PVA quasi schwimmen. Na, das heißt, wir haben jetzt hier unten das PVA, das löst sich da schön auf und verdampft und blubbert da so jetzt unterm Wasser so rum. Ja. Und da liegt da das Blei auch mit drin, allen. Und dann steigt da raus, aller so 15 cm, der Pop-Up, allen, und schwimmt da oben drüber. Und dass dann der Karpfen einfach nur vorbeikommt und sich denkt, oh, Alter, was hängt denn da rum? Und dann schlürft er sich das so ein. So, so halt die Idee. Wir sehen hier, die Schrift zuppelt schon wieder. Zap, 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 zap. Das heißt, irgendwo ist ein Biss. Tatsächlich hier. Guck mal an, ey. Man kann es schwierig erkennen. Aber was eben schön ist, was wirklich schön ist, der Aaland
Der lübt hier anscheinend tatsächlich gut. Und das ist der nächste. Wieder 2 Kilo. Ich meine, der Hermi, der alte Lümmel, ich glaube, der hatte 3 oder 4 Trophys hier sogar gezogen. Ich werde das, mal sein Kanal unterm Video mit verlinken. War schon nicht schlecht, ey. War ich ja schon ein bisschen neidisch. Ja, und tatsächlich so zum Abend hin wurde es mehr. Gucken wir mal eben rein. Ich stehe ja noch nicht ganz so lange jetzt hier. 20 Minuten, dann ist gerade hier mal alles angemacht. Und dann ging hier aber auch schon tatsächlich jetzt die A-Lande los in Richtung Abend. Wir haben jetzt gerade 1 Uhr nachts. Ich würde sagen, ich angel hier nochmal ein bisschen weiter. Das kann ja noch ein bisschen dauern. Aufs PVA und so gehen wir natürlich auch noch gleich ein, was da alles drin ist. Gucken wir erstmal ein bisschen, was da noch so rauskommt aus dem Wasser. Bam, Alter. Jetzt guck dir das an. Und ich wollte schon sagen, Alter, da bimmelt doch was und zack. Ballert der hier rein, Alter. Richtig gut, ey. Ich glaube, da hat noch einen anderen. Da hat doch noch einen gezuppelt, ey. Was haben wir denn da? Einen schönen Schuppi? Ich glaube, einen schönen Schuppi. Komm ran hier. Na, wenn das ein Alan gewesen wäre, der hätte aber auch richtig Bock gehabt, wa? So, raus damit. Weiter geht's. 1 Stunde später. Ja, auch schon wieder was ran. Ich sag ja, also die zuppeln, man muss echt aufpassen. Es bimmelt dann kurz. Und dann tatsächlich wieder kontrollieren, ist da ein Alan dran oder nicht. Das wird aber wieder einer sein. Komm mal hier, 1,6 wieder. So, 45% aufgeladen, Auswurf, gib ihm. Hier war jetzt schon lange nichts mehr dran. Das ist übrigens 20er Pop-Up. Gehen wir gleich nochmal eben ins Detail und ich baue das hier nochmal eben um auch auf 16er. Einen großen Unterschied stelle ich jetzt gerade noch nicht fest, ob gelber Mais oder roter Mais besser funktioniert. Von daher gehen wir jetzt nochmal eben hier in die Montage. Allerdings nehmen wir jetzt hier doch nochmal Kaviar. Hatten wir noch gar nicht gesagt, ne? Kaviar 16 Pop-Up. Kaviar gelb. Schwarzen Kaviar als Dip. Und hier haben wir dann das PVA. Mit Maismehl als Basis und dann sämtliche Varianten, die es als Kaviar-Feeds gibt. 5er-Feed, 8er-Feed, 12er-Feed, 15er-Feed, Kaviar-Soße. Rein, alle schön durchgematscht und ab ins PVA. Alter, da geht was in die Seile. Ab ins PVA reingeschmissen, 35 Meter und gib ihm. Also, schön auf PVA. Beziehungsweise schön auf Kaviar PVA hier. Und dann rein da. 35 Meter. Man kann das natürlich auch mit einer normalen Futtermische hier anfüttern. Den Spot. Und dann so langsam rausziehen. Auch das funktioniert. Ne? Zwischendurch mal nachfüttern. Am besten so, wenn man einen Spot anfüttern will. Ne? Genau die Entfernung natürlich. Genau eine Stelle markieren. Immer am Anfang 10 Bällchen, zap, 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 rauswerfen. Dann ist der Spot aktiv. Und dann kann man immer noch, lassen wir den mal so ein bisschen. Und dann kann man immer noch, wenn so mal der halbe Tag rum ist oder die Nacht ist dann rum, vielleicht nochmal mit 2 Stück nachfüttern. Aber eben auch nicht übertreiben. Ne? Man sieht ja immer an den Futterbällchen, an den Mischen sieht man ja immer auch, wie lange diese Lockwirkung ist. So, von dem habe ich jetzt hier nur noch 2 PVA-Beutelchen, sehe ich. Gucken wir mal, was wir hier Schönes haben. Ich war ja schon lange nicht mehr hier, aber ich muss sagen, es macht trotz allem so immer, so zwischendurch macht es immer mal wieder Bock, wenn man einfach mal schön hier auf dicke Karpfen gehen will, ist das doch hier immer... Ah, genau das Richtige, ey. Schön. So, gehen wir mal wieder hier in Position. Zack.
Jawohl, genau rein in den Clip. So. Ja, also hier bei mir, wie gesagt, mit 40 Gramm Blei plus PVA muss ich halt 45% auswerfen. Liegt natürlich auch an den Routen und allem drum und dran, wie weit man dann das Ganze einstellt. Der war jetzt komischerweise, na, der war schon wieder auf dem roten. Auf dem roten Kunstmais, genau. Und hier hatte ich aber auch den gelben, ne? Genau, also ich habe jetzt zweimal gelb draußen, einmal rot. Alles maßige Fische. Schon mal nicht so schlecht. 28 Minuten jetzt hier. Zwischendurch natürlich ein kurzer Break. Ich ziehe aber noch länger durch. Also hier Karpfenangeln ist jetzt nicht mal eben mit einer halben Stunde Angeln getan. Da zieht man am besten mal so, ich sag mal in Echtzeit, im Idealfall vielleicht so 3-4 Stunden durch. Einfach um das Ganze mal richtig schön nach allen Regeln der Kunst hier auszunutzen. Das Ganze anfüttern und so, das muss sich ja auch lohnen. Mal eben für eine halbe Stunde angeln, da macht das mit dem Karpfenangeln eigentlich nicht so viel Sinn. Guck mal, das ist eine Barbe, Alter. Perfekt. Und ich habe noch ein bisschen gehofft. Yes. Ich habe noch ein bisschen gehofft. Ich habe mir gedacht, komm, Alter, schön. Barbe und Aaland. Das wäre geil. Und da ist sie auch mit dabei. Perfekt. Auf Kaviar. Na, ist da was dran? Ne, noch nicht. Aber die Schnur hängt schon ein bisschen durch. Okay. So. Ja, machen wir nochmal einen Schnitt. Und wenn hier nochmal was Dickes reingeht, gucken wir natürlich auch nochmal mit rein. Und ansonsten schauen wir uns dann gleich auch nochmal das Ergebnis an, was das hier so gebracht hat. Alter, jetzt geht's aber los hier. Jetzt geht's aber los. Was ist denn nu hier? Nu bimmelt's aber hier auf allen Fronten, Alter. Was geht denn ab? Ich dachte, Alter, jetzt gehst du nach... Nee, rechts, nee, links. Nee, jetzt auf einmal Mitte auch noch. Alter, na guck mal hier, ey. 7 Uhr und der Aaland ballert nochmal ordentlich rein. Ich glaube, die paar, die nehmen wir jetzt nochmal eben mit. Der ganz... Alter, der ganz rechts außen, der zieht ja ordentlich ab. Wenn er so viel Action und Energie hat, dann hat er die auch noch ein bisschen länger. Das heißt, den nehme ich dann gleich erst. Aber das sieht auch hier ganz gut aus. Da ist nochmal ein Schuppi dabei, oder? Jawohl. 3 Kilo Schuppi. Und ich sehe gerade, ich habe kein PVA mehr dran. Und, ui, da haben wir dann aber auch noch bestimmt nochmal einen schönen dicken Schuppi dran. Tja, also im Großen und Ganzen, was kann man sagen? Ich glaube, es lohnt sich hier schön auf... Alter, es zuppelt direkt weiter. Schön hier auf Aaland zu gehen. Und ja, alles andere, was hier dran beißt, ist natürlich auch ganz nett. Ne? Warum auch nicht die ganzen Schuppis mitnehmen oder Barben mitnehmen? Ich meine, es ist ja auch eine ganz bekannte Stelle hier. Wurde mit Sicherheit auch schon mehrfach rauf und runter erklärt und beangelt. Was ich halt im Moment wieder richtig schön finde, ist die Kombination mit dem Kaviar. Allen schön komplett auf Kaviar. Man kann natürlich auch hier einen Futterkorb nehmen oder wie gesagt den Spot mit Futterbällchen aktiv machen oder dann natürlich zack mit PVA. Das geht natürlich auch. Aber so muss das sein. Gucken wir gleich nochmal eben rein in den Kescher und dann gucken wir, was das Ganze denn bis jetzt gleich so gebracht hat. Beziehungsweise ich glaube, ich schreibe das gleich einfach nochmal mit rein, was das Ganze so im Ergebnis dann war. Nehmen wir den hier nochmal mit. Und dann gucken wir nochmal gleich auf die Zeit. Oh, was haben wir denn da? Na, da haben wir doch. Schön. Schön feisten Spiegel auch noch. Sehr gut, ey. Raus damit. So. Also, in Gänze hier jetzt. 37 Minuten, wenn wir das jetzt hier alles mitnehmen. Einige Aalande dabei. Das sieht auch schon echt ganz gut aus. Richtig schön auf Aaland. Noch keine Trophy, aber ich bleibe noch dran. Vielleicht kommt die ja doch noch gleich mit rein. Ja, und im Großen und Ganzen kann sich das halt sehen lassen. 21 Fische, schönes Gewicht. Wie gesagt, was das gebracht hat, blende ich dann gleich hier noch mit ein. Und ja, ich würde sagen, Petri, ihr Lieben, zieht raus die Brocken. Macht euch ein entspanntes, langes Wochenende. Wir sehen uns im nächsten Video wieder hier auf YouTube.
oder im Livestream auf Twitch. Nee. Und er kämpft hier schon die ganze Zeit. Ich denke, was ist das für ein Karpfen? Da ballert er dann doch nochmal rein. Geiles Ding, Alter. Schön die dicke, fette Alan-Trophy, Alter. Bäm, Alten. Petri, richtig, richtig geil. Dankeschön nochmal an den Hermi für den Tipp, Alten. Habe ich mir einfach knallhart abgeguckt. Geiles Ding, 5,2 Kilo. Nur aber weitermachen. Ich ziehe jetzt hier noch ein bisschen was raus und ihr könnt euch eure Alan-Trophy abholen. Bis dahin, Petri.